Ja, es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge Playground Stories. Heute bei uns zum Spielen eingeladen haben wir Anne und Jonathan von Arpinio. Und ja, wir haben für euch auch ein ganz spezielles Spiel überlegt. Ihr seht hier schon unseren wunderbaren Fragezeichen, Buzzer. Und das Spiel, das wir spielen, lautet: Was ist die Frage? Also wir kriegt jetzt immer gleich hier Antworten angezeigt. Und wenn ihr die Frage dazu wisst, drückt ihr kurz einmal hier, erklärt dieser Sound, und dann könnt ihr die Antwort geben, ja? Also ihr spielt nicht gegeneinander, sondern ihr spielt miteinander. Jetzt sage ich mal miteinander. Ihr seid ja auch sonst ein Team. Ja? Also seid ihr bereit? Wir sind bereit. Die Benutzerfreundlichkeit einer Website oder die Gebrauchstauglichkeit eines Softwareprodukts? Ne? Was ist Usability? Das ist korrekt. Da habt ihr schon mal den ersten Punkt gesammelt. Volltreffer. So, nächste Frage. Der Prozess, bei dem identifiziert, analysiert und bewertet wird, was über ein Unternehmen, ein Produkt, eine Marke oder eine Einzelperson im Internet sowie in den sozialen Medien geschrieben und diskutiert wird. Wie nennt man das? Diesen Prozess. Hm? Ja? Antwortversuch? Ja, das ist so ein sehr allgemeiner Begriff. Versuch's. Monitoring? Oder was versteht man unter Social Media Oder was wir fragen? Was ist Monitoring, ist deine Antwort? Was ist Social Listening? Ja, ist aber verwandt, kann man sogar fast schon. Naja, ich will mich jetzt hier nicht in irgendwelche Blogartikel, die in Form einer Aufzählung bzw. Liste veröffentlicht werden. Wie nennt man die? Das weiß ich. Was sind Listicles? Listicles, das ist die korrekte Antwort. Weiterer Punkt für euch. Eine Marketingdisziplin, die gezielt Meinungsmacher in die Kommunikation einbindet. Was versteht man unter Influencer-Marketing? Ganz korrekt. Nächster Punkt. Die Verschlagwortung von Inhalten auf Social-Media-Plattformen wie Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube oder Facebook. Wer will? Was ist Hashtagging? Genau, was ist ein Hashtag oder Hashtagging? Weiterer Punkt. Umschreibung für alle händlerischen Tätigkeiten mittels Internet, die sich positiv auf das Geschäft auswirken. Was ist da die Frage? Händlerischen Tätigkeiten ist ja mehr als. Das ist auch eines der großen Buzzwords. Händlerische Tätigkeiten mittels Internet? Wie nennt man denn das? Also. Was ist denn da so das Wort im Online-Handel? Wie nennt man denn das? Wie man Online-Handel nennt? Ja, also die. E-Commerce? Ja. Mhm. Das könnte. Sein. Vielleicht. Alle. Vielleicht ist ja eine Frage. Was ist E-Commerce? Das. Ja, ist das deine Antwort? Kontrollier, was ist E-Commerce? Völlig korrekt. Also ihr habt, glaube ich, ziemlich genau alles gewusst, kann man fast so sagen. Sehr gut. Also Experten, wunderbar. Respekt dafür. Und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß dabei hattet und vielleicht auch die Sachen, dadurch, dass man es einfach mal andersrum gesehen hat und sich die Frage überlegen musste, anstatt sich eine Antwort auf eine Frage, die man vielleicht hat, auch noch ein bisschen was mitgenommen habt und gelernt habt. Und das geht hoffentlich den Zuschauern genauso. Ja, und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Arpinio treffen wollt beim Digital Kindergarten 2019, kommt am 6. Juni ins Hamburger Millantor Stadion. Unter www.digitalkindergarten.de bekommt ihr Tickets und alle Infos rund ums Event. Also, wir sehen uns dort.